Jeder kennt solche Bilder aus dem Fernsehen. Viele laufen mit dem Mundschutz rum oder man sieht keine 5 Meter weit. Grund für den Smog ist die hohe Feinstaubbelastung in der Luft. Um solche Bilder zu vermeiden, haben wir Hackworld gegründet. Bei Hackworld ist es so, zu Beginn wählt man seine Stadt aus, sehen natürlich als Beispiel die Stadt Ulm. Hackworld zieht sich dann aus dem Internet die aktuellen Feinstaubwerte, die da als Open Data frei verfügbar sind. Anschließend wird dann die Luftqualität mit Hilfe von farbigen Smileys beurteilt. So sehen diese Smileys aus. Und bei Orange sollte man dann gucken, dass man nicht mehr so oft mit dem Auto fährt, lieber mal mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass sich die Luft wieder regenerieren kann. Und beim roten Smiley sollte man lieber komplett zu Hause bleiben, weil da ist schon Smog-Alarm eigentlich. Und wenn man raus muss, nur mit Mundschutz. So, dann kurz das Gerät. Also wir benutzen zum Download der Open Data einen kleinen Raspberry Pi, den sehen wir jetzt hier gerade nicht. Der zieht die Daten dann per HTTP Post, also übers Internet, auf den ESP über Wi-Fi. Und der zeigt dann den entsprechenden Smiley an. Hier in Ulm müsste gerade eigentlich der grüne Smiley laufen, kam auch gerade vor einer Minute noch, aber ja, ist WLAN wahrscheinlich. Ja, das war's.